Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel bei P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4 Schlitz. In der letzten Folge haben wir die geheime Vault 81 betreten, wo wir ein Heilmittel für Austin finden sollen, welcher von einem Maulwurfsratte gebissen worden ist. Und ja, hier sind viele Maulwurfsratten. Wir haben herausgefunden, dass dieses Vault hier dafür da war, irgendwie Viren an Vault-Bewohnern Vault-Bewohner mit Viren zu infizieren, und die haben den ganzen Fortschritt dadurch beobachtet und die Vault-Bewohner wussten nichts davon. Und ja, wir gucken mal weiter hier, was hier noch so abgeht. Okay. Sneaking. Okay, irgendwann mit Ing am Ende, wenn da drei richtig sind. Bin drin. Exciting. Sehr gut. Hilfeinsteuerung öffnen. Aufmachen, rausgehen. Looten. Moha. Okay. Ja, schon das Ziel. Er folgt mir gar nicht, er denkt gar nicht, um zu folgen. Er sucht sich wahrscheinlich jetzt erstmal den nächsten Stuhl und setzt sich darauf hin, ne? Ich hab doch was gehört. Ich brauche doch keine Waffen, ich schlitze dich auf. Glaube, hier hätte man schon viel früher hingehen sollen. Upp. Weil, wenn ja nur Maulwurfsratten sind, welche ja irgendwie die einfachsten Gegner im Spiel sind. Und am Anfang, als man hier rein konnte, musste man ja drei Fusionskerne abgeben. Was wahrscheinlich als viel irgendwie dargestellt werden sollte. Und ja. Also nicht. Man hätte ja schon. Wir sind ja auch schon halbwegs früh an dem Ding vorbeigelaufen. Ich habe mich, glaube ich, nicht angetraut da, weil da irgendwie Gegner waren, dachte ich. Wobei, da waren Gegner, weiß ich nicht. Da müssten die eigentlich immer noch da sein, ne? Ja. Boah, McCree, du bist echt scheiße, weißt du das? Gibt er sich hier direkt wieder ein. Ja. Ja, wo sind die anderen? Ich habe noch mehr gesehen. Hier ist ein wirklich Dark Room. Deswegen gucken wir mal auf Psycho. Psycho Dead. Wodka. Soll ich vielleicht auch mal mitnehmen, weil die ja Charisma ölen, wenn ich mal was verkaufe. Vault-Tech Passwort. Ach, das ist wahrscheinlich hier für Terminal, weil ich schon geöffnet habe. Komm schon, lass es einfach sein. Könnte ich zu dir auch sagen. Ruhig, ruhig. Ich will doch nichts tun. Nein, ich will den Stealth-Boy nehmen. Ich die hohle Flasche. War jetzt anscheinend hohe. Mann! Ja, so falschen Sachen mit hier. Test 1, 2, 3. Kannst du mich hören? Ja, Kenneth, ist bei euch alles in Ordnung? Heute ist nur ein weiterer Übungstag. Richtig auf sie? Das stimmt, Gott sei Dank. Wo sind denn alle? Hier drüben, nur zu dritt. Was ist los? Libet, hast du gehört? Tut mir leid, Kevin, hier geht's drunter und drüber, nur zu dritt. Jim, Flint, der kleine Bro und ich. Wo sind die anderen? Bei uns sind sie nicht. Die Bewohner werden gerade aufgenommen. Sie tauchen in Scharen auf, seit die Nachricht davon berichten. Nein, die Nachrichten davon berichten. Das habe ich auch gehört. Allerdings sollte man meinen, Vault-Tech hätte genügend Warnungen erhalten, um heute Morgen zumindest eine Beta-Übung für alle Mitarbeiter abzuhalten. Da muss was schiefgelaufen sein.
Wir sind hier unten ziemlich eingeschränkt, haben uns aber Antibiotika konzentriert, haben uns aber auf Antibiotika konzentriert und uns unsere erste Laborversuche laufen lassen. Also wir sind also auch sehr in Kontakt geblieben, oder was? Oder haben die irgendwie, weiß ich nicht. Auch sehr, ja, wo was ist denn? Ja, da versuchen wir Menschenlücken. Manchmal kann ich jetzt den nicht übernehmen, verdammt. Ein Verstoß gegen ethische Richtlinien, ja. Ups. Der Aufseher war irgendwie. Hat irgendwie Wind bekommen. Ich habe natürlich jetzt nur flüchtig gelesen, aber. Warum bist du denn immer noch da? Rumliegen. Oh, wo ist dieses Vieh? Was? Jetzt ist das über mir? Aber gerade warst du. Hä? Was? Was ist das hier irgendwo? Was soll? Kann sich unsichtbar machen? Was? Kann das aufstehen, Mann. Auf einmal, wenn man nicht schießt. Mr. Handy. Das Gräber. Ja, Kerzen. Ja. Okay. Curry. Noch ein Fremder. Gehörst du zur Vault der Weiblich Sicherheit? aufs Handy. Ich habe schon lange auf dich gewartet. Wie hießen die weiblich Mr. Handys nochmal? Wer zum Teufel bist du? Ich bin ein Contagions Vulnerability Robotic Infirmary Engineer. Oder CVRIE. Die Wissenschaftler nennen mich Curry. Oder vielmehr nannten sie mich so, als sie noch lebten. Also, gehörst du zur Voltex-Sicherheit? Sehe ich nach Voltex Security aus? Junge. Wer weiß schon, was nach so vielen Jahren in Mode ist? Stimmt, deine Kleidung ist etwas dreckig, aber nicht jeder legt Wert auf Hygiene und Reinigkeit. Ich melde mit Freude, dass ich meine Aufgaben vor 83 Jahren erledigt habe. Tausende Erreger wurden in den Maulwurfsrattenwirten gezüchtet. Dann wurde ein Breitbandheilmittel entwickelt, um alle zu behandeln. Sehr befriedigende Arbeit für so viele Jahrzehnte. Jetzt sag mir bitte, dass du autorisiert bist, mich aus dem Labor zu lassen. Warum kannst du nicht einfach gehen? Ich benötige eine mündliche oder schriftliche Autorisierung. Ein Voltec-Mitarbeiter, sogar du, könnte das machen. Du musst zu Voltec gehören, sonst könntest du nicht hier sein. Diese Maulwurfsratten waren also Laborratten? Aber ja, ich habe sie mit den Jahren recht lieb gewonnen. Seit 83 Jahren sind sie aber nicht mehr Und hier kommen wahrscheinlich Maulwurfsratten her, ne? Natürlich bin ich Ja, ich bin autorisiert. sowas von autorisiert. Du bist frei. Sehr gut. Ich hatte schon fast die Hoffnung aufgegeben, hier rauszukommen. Ich mach die Tür auf. Ja.
Und einfach die Tür aufmachen, genau. Da du ein Voltec-Mitarbeiter bist, gebe ich dir das von mir entwickelte Breitbandheilmittel. Wenn du ein Äquivalent zu meinem digitalen hippokratischen Eid besitzt, nutze es bitte, um übermäßiges Leid zu verhindern. Beachte aber bitte, dass nur noch eine Dosis vorhanden ist und ich keine neue herstellen kann. Frage mich, was passiert wäre, wenn ich Cogsworth hier mitgenommen hätte. Lieber auf den ersten Blick. Würde ich jetzt gerne gehen. Okay. Danke für das Heilmittel. Hoffentlich bekommt das Heilmittel jemand, der es braucht. Öffentlich kann ich jetzt meine wissenschaftlichen Forschungen weiterführen. Da meine Aufgabe hier erledigt ist, werde ich dich einfach begleiten. Okay. Eine Routineuntersuchung hat ergeben, dass du nur sehr wenig Strahlung absorbiert hast. Eigenartig. Was für ein Akzent ist das überhaupt? Hat Spanisch, Italienisch. Ein weiblicher Roboter mit einem Akzent. Sehr gut. Und da haben wir eine Wackelpuppe. Medizin-Wackelpuppe. Nett. Der Schlaue weiß, dass ein Verband die Wunden nur verbirgt. Stimpaks heilen dauerhaft 10% mehr Schaden. Okay. Das bringt's irgendwie nicht so. Messen wir, wenn er schneller heilen würde. Warte mal. Ich hab doch jetzt Medizin. Warte mal. Sind wir stellen die Gesundheit vollständig her und Retterway erwähnt, entfernt die gesamte Strahlung. Ja, da bringt doch gar nichts an. Hä? Okay. Aber ich hab die Wackelpuppe. Warte. Naja, wie heißt das Ding? Ja, wie heißt das? Gar nicht hier? Aber wir werden gar nicht hier angezeigt, ne? Okay, was soll's. Ja, Zoom-Begleiter. Wäre richtig gut. Wo wir haben ja schon einen Roboter, ne? Noch einen? Forschung. Er wird nicht als Backup-Lösung für Forschungsdaten empfohlen, bitte verwenden Sie Papierkopien. Persönlich. Lösung, können Sie mir fehlhalten, einen Eintrag zu diesem Terminal hinzuzufügen. Dr. Collins hat darauf bestanden, sie ist mein Terminal. Ich habe ihm wiederholt erklärt, dass Roboter laut OPCO-Richtlinien kein Eigentum besitzen können. Seine Befehle waren eindeutig und unmissverständlich. Ich werde Dr. Collins und folgenden Protokoll für ihn wie befohlen. Du findest, okay, bedachte brillant, auch wenn Dr. Collins ihn wiederholt als Schroff bezeichnet. Mon Dieu. Ah, Französisch, ja, genau, stimmt. Mon Dieu, Bro. Ja, okay, ja, Französisch habe ich jetzt irgendwie gar nicht dran gedacht. Okay. Ungewohnt aufgewühlten Zustand, als weigert sich nach seinem Frühstückzimmer zu verlassen. Der schenkt uns schon seit den Aufnahmetags alles andere. Ich weiß noch nicht. Okay. Er schlägt sich hervor, findet dann endlich aufgehört, mich für vor zu erklären, weil ich darauf bestehe, dass wir beiden Menschen behandeln.
Weil ich kotze, weil das irgendwie mehr Persönlichkeit als einige meiner anderen Begleitern. Also. Roboter wie Menschen wandeln. Passt schon. Dann mal hier. 181 Leitfaden. Hier die Mission, die von entscheidender Bedeutung für die gesamte Menschheit ist. Volt 81 wird dazu dienen, Krankheiten, wie wir sie kennen, vollständig beim Menschen zu verhindern. Ihre Abteilung des Volts wurde mit der neuesten medizinischen Forschungsausrüstung ausgestattet, einschließlich eines Contagons Vulnerability Robotic Infirmary Engineer, kurz Curry. Also, außerdem halten sie biologische und chemische Volt für 100 Jahre sowie genetisch angepasste Maulwurfsratten. Kann Curry mich heilen? Das wäre richtig gut. Einfach nur wiegen hier die Bedürfnisse aller schwer als wenn ihr diesen Leitfaden liest, damit ihr wollt weiter. Ja, da hättet ihr euch fortpflanzen müssen, wahrscheinlich, ne? Wird nichts mit mehreren Generationen dann. Kommst du mit? Es ist schön, nicht in Quarantäne zu sitzen. Ja, Französisch. Oh, sie kommt echt mit geil. Ja? Benötigst du etwas? Ich frage mich, wie Ebola, Hepatitis und Influenza. Was gibt's? Kann ich die ganze Zeit den Aufzug ansprechen? Danke. Ah, schön. Neue Begleiter, potenziell. Oder sie geht jetzt da raus und schlachtet alle ab. Oh, jetzt. So. Hi. Na? Dr. Forsyth und Rachel haben eine Menge medizinische Vorräte, falls du deinen Bestand aufstocken möchtest. Ja, niemand wundert sich, dass ich jetzt hier... Okay. Okay. Ja? Hat niemand sich irgendwie gewundert, wofür der Aufzug da ist? Pass auf, was du tust. Wie jetzt? Oh, verdammt. Mal, sei glücklich, dass mich der Aufzug hier aufhält, ne? Wo sie hat auch eine Kettensäge, einen Flammenwerfer, eine Zange. Mit dir zu reisen. Wir sind erst seit 2-3 Minuten unterwegs. Ja? So, ich mal was ausprobieren. Ich meine, Vault-Tech-Labor anziehen. Wegen mehr Erfahrungspunkte, nehme ich an. Weil er gibt mir Intelligenz und Intelligenz bestimmt, wie viele Erfahrungspunkte ich erhalte. Also mal gucken. Na, jetzt bin ich. Dr. Pensky hat hier ein Hydrokulturlabor. Vielleicht hat sie ja Arbeit für dich, wenn du welche suchst. Wow, schau sich das eine an. Was? Was ist denn jetzt schon wieder McCready? Muss man erst. Ja, wir haben es fast geschafft. Irgendwie. Wo ich müsste natürlich erstmal wissen, wie viele Erfahrungspunkte ich so bekommen würde, ne? Was soll's. Ja. Wollen wir mal. Na? Hallo, Dr. Forsyth. Das Heilmittel. Du hast es. Woher weißt du das? Nur eine, die ist für mich, was? Soll ich denn damit? Hier, nimm das Heilmittel und benutze es bei dem Jungen. Nur eine Dosis. Hoffentlich funktioniert es. Falls nicht... Ich gucken soll, was das Ding macht. ...wir nichts analysieren, um es nochmal zu versuchen. Hoffentlich funktioniert es. Ich hab gehört, du bist wieder da. Okay, mein Doktor, Kollege. Er ist wie Dr. Z aus Borderlands mit dem Halstuch. Was? Wo bin ich? Du bist in der Klinik. Du warst sehr krank, Austin.
Unser Besucher aus dem Commonwealth hat dir das Leben gerettet. Wirklich? Danke, Mister. Ich war verrückt vor Sorge um Austin. Warum zum Teufel bist du an solch einen Ort gegangen? Hier passiert nie irgendwas Aufregendes. Ich wollte nur sehen, was da drin war. Wäre diese Person nicht gewesen, hättest du sterben können. Danke. Ich weiß, dass du Opfer gebracht hast, um ihn zu retten. Ich weiß, dass Dr. Penske dankbar sein wird. Ich für meinen Teil möchte dir diesen Injektor geben. Ich habe seit Jahren schon keine Verwendung dafür. Sie ist nicht die Einzige. Der ganze Vault dankt dir. Du sollst ein Zimmer hier im Vault bekommen. Ganz für dich allein. Es ist im Hauptsaal auf der linken Seite, wenn du aus dem Aufzug kommst. Noch einmal. Danke. Ich wollte mich noch einmal für das bedanken, was du für Austin getan hast. Oh, halt doch mal die Klappe. Du hast dir vielen Leuten die Augen geöffnet. Mir ebenfalls. Ich wusste gar nicht, welche Gefahren Voltex so nah an unserem Zuhause versteckt hatte. Kaum zu glauben, dass so viele innerhalb unserer Mauern gestorben sind. Warte mal, wollte mir nicht noch einen Injektor geben? Wenn Voltex die Chance gehabt hätte, seinen Plan durchzuziehen, wäre alles hier vernichtet worden. Das bezweifle ich nicht im geringsten. Ich denke nur ungern daran, was die wohl mit uns vorgehabt haben. Aber sehen wir es positiv. Du hast unsere Anti-Commonwealth-Leute echt beeindruckt. Jetzt wird ihnen bewusst, dass man Leuten von draußen vertrauen kann und dass sie mehr als nur Materiallieferanten sind. Du bist hier immer willkommen und ich hoffe, dass du regelmäßig vorbeischaust. Wenn wir jemanden von draußen haben, dem wir vertrauen, würde uns das daran erinnern, dass man das Commonwealth nicht fürchten und meiden muss. Da hat man den Injektor versprochen. Man sollte meinen, dass Bobby DeLuca mittlerweile Hilfe suchen würde. Der Junge ist echt nutzlos. Dr. Forsythe? Ohne deine Hilfe wäre Austin jetzt tot. Danke. Warum hat er mir den Injektor nicht gegeben? Wenn du das alles mitschleppen musst, kann ich dir zumindest was ab... Er sagt, er hat mir das nicht gegeben. Woher hat er mir ihn gegeben, so... Doch, hier, Alter. Okay. Ja, habe ich aber leider schon. Okay, war wahrscheinlich so eine Nachricht hier so. Injektor erhalten, irgendwie sowas. Jetzt kann ich immer noch nichts tragen. Mann. Okay. Jetzt mal neue Katze suchen. Dann sind wir ja, glaube ich, fertig. Das ist echt ein Fetisch für Stühle, kann das sein? Such mir mal jemanden, der hier keine Stühle-Fetisch hat. Augenblick Zeit. Ich war so viele Jahre lang gefangen. Es gebührt sich wohl, dir für deine Rolle bei meiner Rettung zu danken. Ich habe mein ganzes Leben hier im Vault verbracht. Ich habe alles analysiert und gelernt, was dieser Ort zu bieten hat. Also muss ich jetzt den Rest des Commonwealth sehen, mit Wissenschaftlern sprechen, mehr Daten finden und meine Hypothesen testen. Nach den Bomben steht es mit der Wissenschaft im Commonwealth nicht zum Besten. Aber es gibt doch sicher noch Gelehrte dort draußen. Oder zumindest Daten. Ich sehe, dass du bereits Begleitung hast. Ich möchte mich da nicht einmischen, aber ich muss einfach fragen. Bitte, Monsieur, nimmst du mich mit dir? Natürlich. Na gut, komm mit. Hervorragend. Wir müssen sofort aufbrechen. MacReady geht nach. Na, Red Rocket Station, wo ist das? Raststätte, meine ich. Cool. Weiteren Roboter auf unserer Seite. Geil. MacReady. Da bist du ja. Ich dachte schon, du hättest mich vergessen. Ja, die Klappe hier. Ich will nur ein bisschen handeln. Ah, verstehe. Ja. Du hast herausgefunden. Nimm. Boah. Da bist du ja. Ich dachte schon, du hättest mich. Ich will nur ein bisschen handeln. Ah, verstehe. Oh mein Gott, sein Frisur. So, weiß ich nicht. Nimm.
Mikroskop wiegt doch bestimmt viel. Ja, hier in dem Blatt. Muss ein paar Sachen hier loswerden. Katze werde ich wahrscheinlich nicht mehr finden, ne? Wie ich sehe, hält dein Wolkenanzug noch. Ja. Gut, hier, nehmen wir das. Ja, wir haben eine neue Begleiterin. Und, ja. Sehr schön. Wie heißen die nochmal, die weiblichen Mr. Handys? Samen. Ich brauche mehr Samen. Was? Warte mal, wo ist denn mein Zimmer? Vom Aufzug aus, direkt links. Hier? Ein Wackelpuppenständer. Jetzt kann ich meine Wackelpuppen hier reinstellen, aber was soll ich damit? Ja, sind da im Vault-Tec hier, ne? Also. Weiß ich nicht. Schraubenschlüssel doch gerade noch in der Hand. Okay, lass mal. Macht dein Pip-Boy auch ab und zu zicken? Meine macht mir so, raus hier. Gucken wir mal ganz schnell, ob wir die Katze vielleicht finden können. Ich glaube ich zwar nicht, aber mal schauen. Hey! Was willst du? Wie, was will ich? So unhöflich, bist neu hier. Hey! Willst du etwas von mir? Hey, du. Was gibt's? Hey, du. Hm? Hey du, dann steht da hey Kumpel. Und das sollte sich auch heute nicht ändern. Was? Aber einfach mal. Wie ist er so schnell hingekommen? Was ist denn so wichtig? Hoppa. Ja, die Katze war nicht so weit entfernt hier vom Vault, glaube ich. Ja, ich schaffe mal ja noch ganz schnell, aber als ob da irgendwie keine Gegner kommen oder so, ne, die mich nerven. Wenn ich die Katze irgendwie nur so aufheben muss und wieder reinrennen muss, dann mache ich das ganz schnell. Wird's bestimmt bringen. Warte ich nur einfach einen nächsten Part machen. Ich habe so einen, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Aber ganz schnell mach mal jetzt. Oh nein, da sind neue Insekten und so, ne? Okay, geh mal ganz schnell. Was denn? Legen wir los! Ist mir egal. Egal, da ist eine Katze. Ashes, geh nach Hause. Aaron vermisst dich. Die hört einfach so auf mich. Oder er. Okay. Zurück zur Vault. Mein Gott, da war's. Gibt's doch nicht. Ja, Curry macht wahrscheinlich hier Raider oder so platt, ne? I'm greedy. So, wieder rein. Da oben war ein Gegner. Egal. Egal. Ah, okay. Ich glaube, in der nächsten Folge machen wir dann mal bei der Bruderschaft weiter. Endlich. Ja? Okay. Weil ich will diese eine Quest langsam endlich aus dem Weg haben. Wo ich mit Paladin Dance reden muss. Und ja. Pass auf, was du tust. Und ja, um die abgeben zu können, muss ich, glaube ich, zu einem bestimmten Punkt spielen, so wie ich das herausgegoogelt habe. Irgendwann dann scheint zu funktionieren, dass die Mission verschwindet. Warte. Wenn du einen Arzt brauchst, findest du Foresight und Rachel und seine Dienste. So. Was geht ab?
sagt, dass ich ein Fass ohne Boden bin, wenn es ums Essen geht. Hallo! Ashes, du hast ihn gefunden! Vielen Dank! Ich hatte solche Angst um ihn. Ich bin fast gestorben. Gern geschehen. Ich bin so froh, dass er in Sicherheit ist. Ashes! Böses Kätzchen! Fusionskern, was? Mir geht es schon viel besser. Katie! Dr. Forsythe hat gesagt, dass er ohne das Heilmittel nichts hätte tun können. Ich mag das auch nicht. Aber ich bin froh, dass du wieder da bist. Okay, dann. Hier, Kitty Kitty. 95 Erfahrungspunkte. Boah. Dann würde ich sagen, ich bin bei dir. Ich lagere meinen ganzen Müll in meiner Awesome Base ein und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.